Moin, moin, herzlich willkommen hier zum vierten und damit hoffentlich dann auch letzten Teil der 045. In den letzten Teilen hatte ich ja eine Säge mal gekauft, ausprobiert, funktionierte nicht, habe ich natürlich auch als defekt gekauft. Was defekt ist, weiß man nie. Ich bin dann Schritt für Schritt durch. Was ist damit? Was könnte es sein? Ist ein Zündfunke da? Letztendlich war es ein Kolbenfresser und zwar schon ein ganz anständiger. Und da es jetzt nicht unbedingt haufenweise Nachbauteile dazu gibt, hatte ich hier auch diesen alten, leicht angefressenen Zylinder wieder innen sauber geschliffen und werde ihn jetzt mit Nachbaukolben weiter verwenden. Jedenfalls versuche ich das Ganze. So, heute geht es dann ans Zusammenbauen. Die Wendethinge kamen neu, die Ummantelung hier war jetzt neu gekommen. Ansonsten ist alles noch original, halt nur grundgereinigt. Den Kolben installieren. So, Durchlaufrichtung ist schon mal da. Das heißt, der Pfeil immer Richtung Auspuff. Kolbenbolzen, das Kolbenbolzenlager. Hier haben wir die Kolbenringe. Und hier haben wir diese Sicherungsclips. Jetzt erstmal die Kolbenringe installieren. Das war der erste und der zweite. Gut. Kolbenringe sind drauf. Jetzt kann ich auf einer Seite, ich nehme jetzt mal die hintere Seite, hier schon mal diesen Sicherungsdraht hier rein friemeln. Dann ist der schon mal drin. So, da immer darauf achten, dass die richtig sitzen. Ruhig mal ein bisschen versuchen zu drehen das Ganze. Er muss dann hier in dieser kleinen Nut, die im Kolben eingestochen ist, sich schön drehen lassen. Dann sitzt er auch richtig. Ansonsten hat man das Problem, dass er dann einfach wieder rauskommt und hier richtig schön mit durchgemahlen wird. So, Kolben aufsetzen. Schön den Kolbenbolzen bis auf den Anschlag nach hinten schieben. Dann können wir hier mal das Holz so,
Fassholz unterlegen, um uns das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Und dann muss man auch hier probieren, diesen Ring wieder schön sauber in die Nut reinzudrehen. Auch hier wieder Klacken gehört, das heißt, er ist komplett in die Nut gesprungen. Dann kann man den auch hier noch mal ein bisschen verdrehen, um zu prüfen, ob das auch alles richtig sitzt. Oder aber auch, man macht eine ganze Sichtkontrolle und guckt mit der Lupe schön, ob das alles in der Nut sitzt. Das tut es. Das heißt, jetzt bin ich mir sicher, das Ding sitzt so hier, wie es sitzen muss. Jetzt brauche ich nur noch meinen Kolben in den Zylinder einführen, mit dem Kolbenring Spannband und dann das Ganze zusammenbringen. So, jetzt gab es natürlich im Vorfeld auch ein bisschen den einen oder anderen Kommentar zu dem Ganzen, ne, dass man auf jeden Fall Ölrahmen machen sollte und dies und das ist sicherlich richtig. Aber jetzt mal, wenn man das einmal hier trocken zusammenführt, davon bricht die Welt nicht zusammen. Das nun mal dazu. Wenn ich eine neue Säge kaufe und ziehe die erst ein paar Mal an, bis überhaupt Sprit reinkommt, bis sie dann mal anspringt, bis dahin läuft das ganze Ding auch trocken, ohne irgendetwas. So, jetzt erstmal, wie gesagt, ein bisschen Öl dran. Die Kolbenringe spannen. Wo haben wir sie denn, diese Zentrierbolzen? Aha, einmal hier, okay. Hat sich jetzt das Ganze ein bisschen verdreht. Einmal hier. Und einmal da. So, jetzt den ganzen Burschen richtig rum, versuchen gleich richtig rum auf den Kolben zu schieben. So, dann macht man das Spannband weg, dann auch das Holz. Dann die Dichtung nochmal ordentlich ausrichten und dann die ganzen Zylinder ein bisschen runterschieben, bis er auf der Dichtung aufsetzt. So, das ist jetzt auch schon alles. Jetzt kann man hier ganz in Ruhe, ganz entspannt seine Schrauben ansetzen. So, nachdem alle Schrauben dann leicht angesetzt sind, kann man nochmal prüfen, ob die auch schön durch die Dichtung gehen und da nicht irgendwie noch was verdrückt ist oder verklemmt ist. So. Wenn das alles gut aussieht, dann kann man die Schrauben jetzt erstmal ganz leicht anziehen, nur dass sie aufliegen.
dann kann ich erstmal hier das Ganze ein paar Mal durchdrehen, gucken, ob ich irgendwie oben mit dem Kolben schon anstoße, ob da irgendwas im Weg ist, ob alles passt, ob die Höhe passt. Der Richtmesser passt, 52 mm, aber trotzdem sicherheitshalber noch einmal schön gucken, ob das alles hier gleichmäßig und reibungsfrei läuft. Wenn das jetzt hier richtig quietschen würde und schwergängig wäre, dann wäre schon irgendwas nicht richtig. So, nach ein paar Umdrehungen jetzt das Ganze über Kreuz festziehen. So, das sitzt alles, würde ich sagen, wunderbar. Jetzt kann es ans weitere zusammenbauen. Da würde ich mal sagen, zuallererst hier die Kupplung wieder drauf. Das hieße. So, jetzt erstmal hier mein Zahnrädchen. Dann hier das Zahnrad in die Ölpumpe auf die Welle. Das funktioniert. Deckung. Diese dann auch festschrauben. So, als nächstes kommt die Scheibe hier. Da muss man jetzt darauf achten, dass hier in dem Loch der Stift sitzt, wie ich ja gleichzeitig hier hinten drin sitzt und mein Zahnrad hier mitnimmt. Deshalb erstmal den Stift hier am besten ins Zahnrad, dann auf die Scheibe. So, dann guckt der Stift hier immer noch ein bisschen raus. Dann das Nadellager. Immer mit ein bisschen Fett ansetzen. Dann kommt mein Kettenrad und auch das hat ein Loch. Mit dem Loch müsste ich dann auch in meinen kleinen Stift hier eintauchen, um diesen quasi dann auch mitzunehmen. Und wenn sich dann mein Kettenrad dreht, drehe ich auch die Zahnräder, die wiederum meine Ölpumpe antreiben. Ja, greift die Kupplung nicht, bewegt sich auch nicht die Ölpumpe. So, jetzt noch die Scheibe, die innere Scheibe, und dann habe ich hier das Ganze jetzt auf eine Kupplung von der 56 hier. Eine belaglose Kupplung der 56 umgebaut, beziehungsweise habe ich das gleich vorgehabt, nicht die alte 45er Kupplung zu nehmen, sondern hier die von der 56. Kolben stoppen. Gut, jetzt können wir das Seil gleich drin lassen. Das Ganze einmal. Nach rechts hindrehen und dann mein Polrad wieder anschrauben. So, Polrad ansetzen hier, so ein kleiner. Kleine Feder drin in der Nut, die muss hier in meine Nut an der
am Poolrad eintauchen. So. Und um sicher zu gehen, dass sich da nichts löst, mache ich. Soll man eigentlich nicht. Ich mache trotzdem mal ganz bisschen Schraubensicherung hier ans Gewinde ran. Einfach ans Gewinde ran so ein bisschen. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn sich da nichts mehr löst. So, jetzt das Ganze festziehen. So, jetzt ist die Motoreneinheit hier eigentlich schon wieder soweit fertig. Jetzt geht es ans Zusammenbauen mit all den anderen Komponenten. Jetzt werden wir erstmal den Krümmer installieren. Dafür auch hier wieder an der Naht des Zylinders ausrichten das Ganze. Am Krümmer ist auch eine Naht. Diese sollten nach Möglichkeit oben und unten übereinander liegen. Die Nähte zumindest in die gleiche Richtung zeigen. So, wenn der Krümmer dann schön übergestülpt ist, hier noch die Schelle rummachen. So. Sitzt die Schelle hier richtig dran? Wobei ich denen zum Schrauben meistens ein bisschen mehr vertraue, aber die ist hier aber original dran. Bei beiden meiner 045 und deshalb denke ich, ist das schon so original vom Werk her und es scheint ja auch zu reichen. Bevor ich jetzt mein Tankgehäuse anbaue, setze ich erst mal meine Lüfterhaube auf. Jetzt habe ich noch am meisten Platz für das Ganze. Dann kann ich hier gleich mein Zündkabel so ein bisschen reinfrickeln. So. Kurzschlussleitung kommt hier so ein bisschen mit rein. So, jetzt die Lüfterhaube verschrauben. Jetzt noch schnell die Kurzschlussleitung festschrauben hier. So, jetzt das Tankgehäuse ran. Da ist es so, dass ich hier den Impulsschlauch schon mal angeschnäbelt habe, um ihn dann hinterher ganz reinzuziehen in den Sitz. Ich habe mir erstmal nur angeschnäbelt, damit ich hier ein bisschen längeren Schlauch habe,
damit ich dann letztendlich den hier auch ein bisschen vernünftig anstecken kann. So, ich mache es heute mal mit dem Seil- oder Kabeltrick hier. Also einfach hier mal so ein weiches Kabel und ein dünnen Strick rumbinden, vielleicht auch ein dünnes altes Starterseil. So, erstmal nur durchführen, dass ich hier noch genügend Platz habe, meinen Impulsschlauch hier hinten anzustecken. So, Impulsschlauch anstecken. Gucken, dass er richtig raufgeschoben ist, soweit wie möglich. So, jetzt den Krümmer mit dem Seil hier, mit dem Kabel in dem Fall, das Gehäuse jetzt ein bisschen andrücken und dann den Krümmer einfach durchziehen, bis sich das Seil einfach abstreift. Überbleibt hier der ganze Krümmer, der jetzt hier perfekt im Sitz reingezogen wurde, ohne irgendwie spitze Schraubendreher oder ähnliches. Die Kabellage erstmal anschließen. So, wenn die Kabellage hier oben angeschlossen ist, die Beinleitung, den Impulsschlauch richtig durchziehen bis in den Sitz. So. Dann kann man hier auch schon mal den Vergaser wieder installieren. So, wenn der Vergaser nun fest ist, kann ich auch hier meine Schockgestänge schon mal einstecken, aber noch nicht sichern. Nur gucken, ob alles funktioniert. Okay, dann kommt als nächstes der Griffrahmen. Aber bevor der Griffrahmen kommt, müssen wir erstmal unser AV-Element hier links und rechts befestigen. Das heißt, hier kommt keine Schraube durch, sondern auch so ein AV-Element mit Gewindezapfen. Das einfach so fest wie möglich mit der Hand anziehen. So, hier. Wieder verschrauben mit der Schraube. Schraube ansetzen und festziehen. Als nächstes kommt dann, wie gesagt, der Griffrahmen. Wie gesagt, alle Teile wurden gereinigt. So. Den Griffrahmen also ansetzen. Griffrahmen ansetzen, das ist auch schon alles. Jetzt muss ich nur noch an den besagten Punkten hier oben mit dem AV-Element verschrauben, hier unten mit dem Tankgehäuse und einmal hier und innen drin die Beine, Vergaserkasten, die Beinschrauben
dem Tankgehäuse, und dann habe ich die Griffhaube auch schon installiert. Auch hier wieder die Schraube durchstecken, dann die Mutter erst hier links in den Sitz, und dann die Schraube ganz durch bis gegen die Mutter. Die ist in so einer Sechskant, in so einem Sechskantloch drin, die dreht sich also nicht mit. Dann auch diese richtig festziehen und jetzt nur noch die Beine hier innen drin im Vergaserkasten. Nachdem die Schrauben jetzt hier alle fest sind, kann ich auch mein Gasgestänge anstecken. Okay, und merke, dass ich die Reihenfolge vertauscht habe. Und zwar muss erst das Gasgestänge und dahinter mein Schraubgestänge. Ja, so müsste das sein. Jetzt noch mit den Sicherungsclips versehen das Ganze. So, das funktioniert alles. Dann gebe ich jetzt mal von vornherein ein bisschen mehr Standgas. Mache hier die Grundeinstellung nochmal Controletti, dass ich überall 1 habe. Also rechts rum bis auf Grund vorsichtig, nicht allzu doll. Und dann jeweils eine Umdrehung die Schrauben wieder raus. Circa. Die L-Schraube kann man noch mal so ein bisschen klein Tick mehr. Wie gesagt, im Vergaser habe ich nichts gemacht, auch nichts geändert, der so wie die Säge kam. Da müsste vielleicht dann auch noch mal das eine oder andere gemacht werden. So, jetzt habe ich hier noch einen Auspuff. Keine Angst, diesen kann man auch in diesem Zustand noch anbauen. Kann man natürlich auch vorher machen, aber dafür sind extra hier oben 2 Löcher, um hier mit dem 6-Kantschlüssel durchzustoßen und die Schrauben zu drehen. So, die Schrauben also schon mal durch, auch gleich mit Dichtung. Und das Ganze ansetzen. Jetzt noch die Beine hier unten. Deshalb die oberen erstmal nur ansetzen, damit ich hier noch ein bisschen Spiel habe, das Ganze zu verrücken. So, nachdem die untersten Schrauben dann angesetzt sind, kann ich die hier oben erstmal richtig festziehen. So, die obersten dann richtig fest sind am Zylinderauslass. Danach kann ich hier die untersten schön fest anziehen und dann habe ich den Auspuff auch schon installiert. Diesen habe ich noch silber lackiert mit hitzebeständiger Farbe. Das heißt, das müsste auch alles so funktionieren. Jetzt kommt mein Starter an die Reihe. Dafür erstmal das Polrad aufsetzen. Und verschrauben das Ganze.
oben drin. Dann kann man so nochmal das ganze Ding überprüfen, dass nichts hakelt. Unten drunter, wenn die Schraube dann zu lang ist, dann stoße ich auch ganz schnell mal irgendwie gegen die Zinsspule oder ähnlichen. Deshalb kommt auch so kurze rein. Okay, jetzt das Startergehäuse. Das kann ich hier einfach über den Ölstutzen hinwegschieben. Da ist jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen mehr Kompression vorhanden. Das Ganze muss ich auch erstmal einlaufen. So, jetzt das Startergehäuse festziehen. So, der Starter sitzt. Das ist soweit schon mal ganz gut. Jetzt noch mein Griffrohr. Das muss ich einfach hier unten erstmal einführen. Also vorn dran vorbei, unten einführen. Das AV-Element. Und dann kann ich das hier oben einfach in meinen Griffrahmen reindrücken. Und schon passt das Ganze. So. Dann muss ich es erstmal hier unten verschrauben. So, die Schrauben noch festziehen. So, jetzt hier mit Lufitte dran kann das Ganze erstmal aufgetankt werden und natürlich ausprobiert, ob das Ganze dann noch läuft oder nicht. So, Schock rein. Start auf ein, Halbgas rein und jetzt das Ganze mal anwerfen. So, das Ganze lief ja mal gar nicht gut und zwar sprang die Säge ja an, kurz, und bevor ich das Ganze versuchen konnte irgendwie einzustellen am Vergaser, ging die Säge wieder aus. Ich hatte dann geschaut, ob ein Zündfunke da ist, es kam kein Zündfunke mehr, also absolut tote Hose. Wie gesagt, wo ich die Säge neu bekam, war noch ein schwacher Zündfunke vorhanden. Sie sprang ja auch an, jetzt wo ich letztendlich fertig war, aber ging auf den Schlag wieder aus, seitdem ist hier Ende im Gelände. Wenn der Funke also mal nicht überspringt, ist bei uns jetzt gerade der Fall. Ist natürlich nie zu sagen vorher, wenn man eine defekte Säge kauft, was ist da alles defekt oder was kommen dann plötzlich noch für Sachen im Laufe der Zeit. Ich habe mal geschaut, diese SEM-Zündung, die hier verbaut war, diese bekommt man so nicht mehr. Ich habe auch keine finden können, irgendwie als Ersatzteil. Ich habe die Spule mal durchgemessen, die hat noch einen gewissen Widerstand. Wie hoch dieser jetzt original sein muss, konnte ich nicht rausfinden und irgendwie ist das Ding auf jeden Fall durch. Auch die Kurzschlussleitung habe ich mal komplett abgeschnitten, geguckt, ob nicht da irgendwie was Kontakt hatte oder so. Absolut nicht zu machen. Andere Zündkerzen, andere Zündstecker, Zündkabel getauscht,
das Ding ist auf jeden Fall tot. So, das heißt, im nächsten Video werde ich mich darum kümmern, um eine neue Zündung, und dann hoffe ich, dass das ganze Sägelein dann auch im Ganzen, im Großen und Ganzen auch laufen wird. Denn sonst wird es irgendwann immer teurer, wenn man noch eine neue Zündung, Zylinderkolben und. Aber ich denke mal, da wird sich bestimmt was machen lassen. Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Vielen Dank dafür erstmal. Ich wünsche euch da auch wie immer viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns dann im nächsten Video zur Zündung der 045 wieder. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und tschüss.